Ich will, ich kann, ich tu. Willkommen zur Live-Therapiestunde des Kabarett-Duos Bayer und Tang. Ich bringe euch heute ein bisschen was bei übers Bewerben. Ja, ich bin so ein Fachmensch im Bereich Mental Coaching and, wie sagt man nochmal, visuelle Körpersprache. Ja. Neuer, besser, einfach bekloptimiert. Und wir tun, was wir sagen. Jawohl, Herr Obergruppenführer, wir tun, was wir sagen. Oh ja, hören Sie selbst. Frauen, spürt ihr, wie eure Vagina sich sanft verzieht und zu grinsen beginnt? Ja. Wenn Bilder im Kopf entstehen. Genießt dieses vaginale Lächeln. Sehen Sie, und schon haben Sie den Personaler besiegt. Danke, David. High five. Max Bayer und David Tang mit einem wilden Mix aus Stand-Up-Kabarett, Musik und komischen Figuren. So wie diese hier. Servus. Grüß dich. Max Bayer alias Chris Seiler. Also im Winter trainieren, im Sommer präsentieren. Und ich will es mal so sagen, ich sag's mal so. Deswegen bin ich jetzt hier. Eine Bikini-Figur. Und aus dem schlaffen Socken ein Gladiator. Mit die anstrengendste Rolle, die ich sowieso habe, ist auch tatsächlich die Rolle, bei der ich mir 2 Wochen vor der Premiere noch die Nase dabei gebrochen habe. Weil ich solche Aerobic-Übungen mit dem Stuhl eben gemacht habe. Und ich habe dann natürlich, bin ich an die Grenzen gegangen. Die Grenzen waren dann erreicht beim Nasenbruch. Aber klar, es ist geil. Es gibt diese Sport, diese Fitness. Es gibt jetzt so viel neue Sportarten. Adventure Sports. Adventure Sports, ja. Also Adventure Sports, das ist schon wieder der Ingo. Adventure Sports. Wobei man auch sagen muss, deine Figur ist ja auch sehr retro, sehr 80er. Absolut, was ja auch an unserer Liebe zum Retro liegt. Weil wir selbst retro sind. Sind wir das? Naja. Du bist vielleicht retro. Mit ihrem zweiten Programm Bekloptimierung unternehmen die beiden den erfolgsversprechenden Versuch, sich selbst wieder auf Spur zu bringen. Raus aus dem digitalen Alltag, rein ins analoge Leben. Ob als Life-Coaches, Rapper, vegane Ökomuttis oder arbeitslose Endzeitstudenten. Die beiden ausgebildeten Schauspieler haben vor keiner Rolle Angst und bringen ihre dunkelsten Seiten zum Vorschein. Weil wir Bayern, wir können keine Rassisten sein. Wir machen keinen Unterschied zwischen einem Bimbo, einem Kanacken oder einem Pressen. Eine Satire auf das Leben. Doch wie bekloppt ist unsere heutige Gesellschaft tatsächlich? Bei uns, da sind das alles Batschacken. Wie bekloppt die Gesellschaft ist? Darf ich das überhaupt sagen? Ja, also da ist schon viel Wahres dran mit diesem ganzen immer moderner, immer schneller, immer mehr Technik und man besinnt sich gar nicht mehr so auf die eigentlichen Werte zwischen Menschlichkeit und sowas. Unsere Gesellschaft heutzutage, wie bekloppt ist sie denn? Wenn die immer mit ihrem Laktosefreien und bla bla bla, das bin ich halt alles nicht. Ich bestelle normalen Latte Macchiato. Es ist halt einfach eine andere Welt, in der wir heute irgendwie leben. Sogar schon die Gastronomen kommen auf mich zu und fragen, welche Milch hättest du denn gern? Ja, keine Ahnung, eine ganz normale Haarmilch. Also das ist, ja, das erkenne ich wieder aus meinem Umfeld. Entweder man lässt sich davon wirklich irgendwie verblöden, von diesem ganzen Medienzeug, oder man bewirkt was damit. Alle jungen Leute hängen vor dem Handy, sind alle nur am Posten. Was müssen wir alles tun? Wir müssen uns präsentieren, wir müssen alle die sein, der sein. Die Welt war verrückt. Ist verrückt und wird immer verrückt sein. Natürlich, ich bin jung, ich bin 20 Jahre alt und ich bin natürlich genau in der Jugend, in der Szene, von wegen alle im Social Network, alle im Instagram. Die ganzen Influencer, die können was damit bewirken mit ihren zigtausend Followern. Ja, es gibt positive und negative Seiten. Ich muss mich zeigen, ich möchte mich zeigen, ich möchte irgendwo dazugehören. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema heutzutage so. Ein großes Thema sind aber auch diverse Therapieformen. Schreitherapie, Weintherapie, Lachtherapie, mein Gott, es gibt so vieles. Aber waren Sie schon mal in einem Lach-Yoga-Kurs? Nein? Na dann wird's Zeit. Frauen, spürt ihr, wie eure Vagina sich sanft verzieht und zu grinsen beginnt? Ja. Genießt dieses vaginale Lächeln. Männer, spürt ihr, wie euer Penis still zu zucken und zu kichern anfängt? Ja? Liebe Freunde, lasst nun dieses Lächeln von Vagina und Penis weiter über den Harnleiter, dick und dünn Darm hinauf in den Hals wandern.
Atmet mit geschlossenen Lippen ein. Öffnet die Lippen, öffnet eure Herzen. Doch bevor wir zum Höhepunkt kommen, brechen wir das Ganze an dieser Stelle ab und fragen nach, was es denn mit diesem Sketch auf sich hat. Wie kommt man da drauf? Naja, man schaut sich Vorbilder an, die es ja echt gibt, und überzieht die natürlich. So. Und jeder weiß, dass wenn man über Genitalien redet, dann ist es halt lustig. Ja. Die Leute lachen. Vor allem mit dem Schweizer Akzent Genitalien. Ja. Wenn ein Schweizer über Hoden spricht, dann ist das witzig. Ich habe nicht über Hoden geredet, ich habe über Penis. Vagina und Penis. Ja. Gesprochen, das ist ein Unterschied. War aber auch witzig. Ja, danke schön. Ich musste lachen. Mhm. Du sollst aber nicht lachen, du sollst hinter der Bühne sein und still sein. Ja, aber. Hallo. Hallo. Weiter geht's mit der Bekloptimierung und folgendem Thema: Instagram. Die wahre Geschichte von Sunny Boy Love My Life 93. Ich habe keine Freunde, keinen Job, kein Ziel, keine Träume. Ich bin kein Gewinner. Ich bin ein Instagrammer. Es ging schon los, als ich auf die Welt kam. Bei meiner Geburt, da sagte der Arzt zu meiner Mutter: Machen Sie sich nichts draus, das Erste wird oft nichts. Und so ging es mein ganzes Leben weiter. Ja, da kann man sich schon mal übergeben. Schon in der ersten Klasse bin ich immer sitzen geblieben, weil mich einfach keiner abgeholt hat. Ich wurde nie aufgerufen. Ich war halt für alle unsichtbar. Nicht aber für seinen Bühnenpartner David Hang. Vor vielen Jahren lernten sie sich auf der Münchner Schauspielschule kennen. Sie haben sich gesucht und gefunden und sich sozusagen selbst gecastet, um eine Kabarettkarriere zu starten. Doch kann man sich eigentlich nach so einer langen gemeinsamen Zeit vor und hinter der Kamera überhaupt noch riechen? All die Macken des jeweils anderen ertragen? Ich kann mir vorstellen, dass das, was mich stört, in übereingeht in dem, zu dem, was ihn an mir stört. An mir, Gott, so viel ist das schwierig. Mich stört an ihm zum Beispiel seine Unaufmerksamkeit und Unordentlichkeit. Ja, und selbst wenn ich mit einem gebügelten Hemd zur Vorstellung komme und wirklich stolz, ich sage, guck mal, David, ich habe mein Hemd gebügelt, dann sagt er, nein, du hast es nicht gebügelt. Weil es nicht den Bügelanforderungen des David Hang ansteht. Ich glaube dir schon, dass du es gebügelt hast, aber du versagst halt dabei. Ja, es ist, also es war toll. Ja, an Odd Couple, das war auch unser erstes Programm. Im Grunde genommen, manchmal bügelt er meine Hemden hinter der Bühne, weil es ihm wichtig ist. Er ist Walter Matthau und ich bin Jack Lemmon. So, in der Beziehung, glaube ich. Endlich habe ich einen Dreier, leider baumeln hier vier Eier, polyamorös und trotzdem religiös. Schwangerschaft nur noch begrenzt, denn der Papa ist ein Depp, viele Sterne brennt. Bayer und Hang, 2 Stunden live. Die jungen Rockstars der Kabarettszene. Bist du schon optimiert? Hast du's je probiert? Bist du motiviert? Bist du schon optimiert? Jetzt wird der Kreis quadriert und das Hirn flambiert. Lebst du noch oder funktionierst du schon? Die heutige Bekloptimierung geht nun zu Ende. Und? Hat's geholfen? Jetzt wird der Kreis quadriert und das Hirn flambiert. Es war super, super toll. Es hat so viel Spaß gemacht, den beiden zuzugucken. Ich muss ja sagen, ich kenne den Max ein bisschen schon. Und in den Drehpausen hat man schon mitbekommen, wie er ist. Aber auf der Bühne war es jetzt natürlich nochmal was ganz anderes. Es war toll, seine Vielseitigkeit zu sehen. Da hat man richtig Lust, wieder selber auf die Bühne zu gehen und irgendwie was zu machen. Bühne ist einfach so viel. Es ist so ein dichter Kontakt mit dem Publikum und man zieht alle mit. Es war ein ganz, ganz schöner Abend. Ich habe viel, viel gelacht. Großartig. War ganz, ganz toll. Es war tatsächlich, wenn ich ehrlich sein soll, es war der Hammer. Es war der absolute Hammer. Am besten hat mir gefallen das Ganze über das Social Media Startup. Sie haben es absolut top auf den Punkt gebracht. Es war sehr auf das junge Publikum bezogen, aber auch so ein bisschen was auf das ältere. Es war alles, wie gesagt,
wirklich mit dabei. Sie haben improvisiert zwischendrin und man hat gesehen, dass es einfach harmoniert zwischen den beiden und dass sie privat auch ganz total gut befreundet sind und es war einfach schön mit anzusehen. Großen Respekt an die beiden Jungs, es war so toll und ja, ich hoffe, die machen das nochmal, die führen das mehrmals auf. Ja, das kann man durchaus so sagen, denn die beiden Jungs werden mit ihrem Programm auf große Tournee gehen. Einen weiteren Zwischenstopp in der Münchner Drehleier werden sie aber nochmals in der kommenden Woche einlegen. Vom 28. bis zum 30. März können auch sie sich bekloptimieren lassen. Bei ihren Live-Therapeuten Bayer und Hank.